Ahoi und Prost, ihr Seebären. Wir machen einen kleinen Einschub und wir gucken uns weiter Premium-Schiffe an, die ich beim letzten Mal ja schon erklärt habe. Wie sich das ganze Konstrukt aufbaut, will ich jetzt mal zeigen. Das ist tatsächlich sehr schlechte und sehr außergewöhnliche Schiffe gibt. Und zu einem sehr schlechten kommen wir direkt am Anfang. Das ist die Tachibana. Hübsch sieht sie aus, gar keine Frage. Aber ihr Gegenstück, die Umikaze, die ihr sowieso spielen müsst, ist in fast allen Belangen besser. Sie hat mehr Panzerung, sie hat mehr bessere Artillerie, sie hat bessere Torpedos, sie hat eine Flugabwehr, sie ist schneller. Das Einzige, was sie nicht ist von Anfang an, beziehungsweise wenn ihr eine Tarnung draufpackt, ist sie wahrscheinlich dann fast genauso gut, ist die Verborgenheit. Und ja, die Verborgenheit ist hier bei 99. Also das Miauen im Hintergrund ist meine Katze, die will gerade raus. Einfach ignorieren. Wir sind bei 5 Kilometer. Das ist super. Dummerweise haben unsere Torpedos etwa die gleiche Reichweite. Das heißt, ihr müsst einfach ins Nahgefecht ran. Und Nahgefecht mit 7000 Trefferpunkten und einer Panzerung von 6 mm. Ja, wir reden hier über Alufolie. Das Ding besteht aus Alufolie. Nicht gut. Ja, also da nimmt euch auch eine Secondary auf dem Level schon auseinander. Das funktioniert halt alles nicht. Langsam ist sie dann auch noch, 33 Knoten. Ich schalte jetzt einfach mal oben auf die Umikaze, um zu sehen, ja, die ist jetzt mit 33, 3 Knoten schneller. Kann das Ruder nicht so schnell drehen, aber die ist wendig genug. Ich möchte jetzt nochmal die Umikaze mit einer Tarnung versehen. Was haben wir denn hier Hübsches? Und zwar eine, die uns Erkennbarkeit zur See noch reduziert. Das sind immer 3%. 3%. 3. Haben wir irgendwas, was besser ist? Was würden denn die Kaufgeschichten bringen? 3%. Okay. Ich nehme jetzt einfach hier mal eine Sturmwind. Bauen das so ein. Und wir sehen, wir sind bei 98 von 100 Punkten. Wir sind bei einer Erkennbarkeit von 5,4 Kilometer und das Premium-Schiff hat nur 5,2. Und jetzt kommt aber der Riesenvorteil. Die Umikaze kann ihre Torpedos verbessern auf 8 Kilometer Reichweite. Das heißt, mit der Tarnung habt ihr jetzt fast 3 Kilometer Zeit, Torpedos zu legen, ohne gesehen zu werden. Und das ist mit der Tachibane eben nicht möglich. Gut, das ist ein 5-Euro-Schiff. Ich habe es über einen Zeitungscode bekommen. Ist okay, liegt schick drin und ich werde das ein oder andere Mal es jetzt auch dann benutzen, wenn wir Chris zum Flugzeugträger bringen. Da werden wir bestimmt das ein oder andere Mal mit dem Schiffchen hier fahren. Aber von meiner Seite Daumen runter. Also das Ding ist wirklich schlecht. Wie schlecht, werdet gleich in einem grandiosen Gefecht sehen. Bis dann. Hallöchen. So. Ach, das ist unsere. Ja, komm, fahren wir in die Zerstörer-Todeszone rein. Da wird der andere sich auch rumtreiben. Legen wir uns mit dem Zerstörer mal an. Gut, ja, also keine Frage. Schick ist die Tarnung und es ist irgendwie ein schönes, aufgeräumtes Schiff. Witzig finde ich natürlich, dass der Kapitän hier mit so einem Segel nur abgedeckt ist. So einer LKW-Plane. Ich vermute, das war in sehr warmen Gefilden unterwegs.
glaube, hochseetauglich würde ich das nur bedingt nennen. Gut, okay. Die ersten Schüsse gehen los. Mit der Reichweite fahren wir hier mal so richtig rein. Ihr seht, selbst die Chester da hinten hänge ich jetzt nicht ab. Also so richtig schnell bin ich immer noch nicht. Ja. Gut, Torpedowerfer. Drehgeschwindigkeit ist auch eher. So, und der. Die Streuung mit zwei Torpedos ist. Weiß nicht. Wo soll ich denn da jetzt hinhalten? Ah, da ist er. Das ist hübsch. Der will tatsächlich hier rüberkommen. Der hat natürlich genau das gleiche Problem, das ich auch habe. So, dann behaken wir ihn genauso. So, Torpedos sind schon mal grandios vorbeigegangen. Gut, ich will hier wieder raus. So, das Überleben war jetzt eher Zufall, weil er hat einfach nicht mit Torpedos angegriffen. Ja, was machen wir als nächstes? Den Chester wäre jetzt gerade. Also ich muss hier mit den Inseln manövrieren, ich habe gar keine andere Wahl. Kommt die hier durch? Die will hier vielleicht, die kommt hier durch. Da warten wir doch mal hier. Das ist so. Und weg. Und go, 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 go. Oh yeah. Ist der jetzt. Oh, getroffen. Glücksfall. Der fuhr jetzt halt einfach nur dumm durch die Insel durch und ja. Das war jetzt nicht diesem Schiff geschuldet, das war jetzt einfach der Bot, der das ziemlich cool anscheinend fand, sich selbst zu opfern. So, eine Nassau wird jetzt schon um einiges schwerer. Wie versucht denn die jetzt zu fahren? Die versucht, um die Insel raufzuwenden wahrscheinlich, das ist gut, dann fahre ich unter der Insel durch. Ich halte mich jetzt mal aus diesem Kugelgefecht hier raus. Und wenn die Chester nicht gleich abdreht, werde ich sie mit torpedieren. Das ist mir heute aber egal. Hau ab, hau ab, hau ab! Das war doch klar. So, was treibst du jetzt? Komm, nicht verstecken, Feigling. Ha. Bleib da stehen. Was ist denn dein Problem? Hast du dich festgefahren? So, mit einer Secondary sollte man sich nicht anlegen, Nebel legen und weg hier.
Ah, die Torpedos sind immer voll, der fährt tatsächlich weiter nach hinten. Ah, traumhaft. Okay. Also okay, man muss sagen, schnelle Nachladezeiten des Werfers hat das Schiff tatsächlich. Ja, hilft nix, ich bin zu nah dran, der wird mich immer sehen. Gucken wir mal, ob wir ihn noch zusätzlich anzünden können. So, das hat jetzt ordentlich Schaden gemacht. Vielleicht kriegen wir noch eine Salve raus. Ja, grandioses Schiff, überragende Feuereigenschaften, ja, hat eine Nassau zerlegt, super Sache. Ja, die Bots sind ja halt einfach heute strohdumm. War ein witziges Gefecht, hat richtig Spaß gemacht. Es hat einfach alles funktioniert. 8 Torpedotreffer. Ja. Aber ihr habt gesehen, ich war immer offen. Und es war halt einfach nur den Bots geschuldet, dass ich überlebt habe. Man kann sich mit dem Schiff nicht verstecken. Keine Chance. Ja, wie gesagt, wenn ihr es zufällig bekommt, ist okay. Wenn es bei einem Premium-Account dabei ist, vielleicht auch noch extra kaufen. Daumen runter. Trotzdem. Ich freue mich, euch auf dem Server zu sehen. Bis denn. Tschö.